Herzlich willkommen in Kapitel 8c. In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit den Ergebnissen, die unser Toolsystem mit Compile, Synthesize, Fitting und so weiter erbracht hat. Und wir schauen auch die nächsten Schritte an, nämlich wie können wir eine Simulation durchführen. Das heißt, wie können wir die Schaltung im Timing durchsimulieren ohne, dass wir diesen Chip überhaupt aufgelötet haben. Das kommt jetzt. Schaut's euch mal an. Sehr spannend. Nun stellt sich die Frage, welchen Output, also welchen für uns verwendbaren Output, welches Ergebnis liefert denn dieser ganze Vorgang? Compile, Synthesize, Fitting. Was kann ich denn damit jetzt erreichen? Beziehungsweise was kriege ich da geschenkt? Das hier ist ein sogenanntes Report File. Report File. Sowas, wenn er mal hört, Report Files. Das sind Ausgaben von Programmsystemen. Und hier schreibt er also mal ganz oben einen Kopf hin, sogar mit so einem kleinen IC-Diagramm, so dass wir also wissen, wir machen hier Synthesis und Compilation. Er redet hier und sagt im Wesentlichen eins, das was uns am meisten Spaß macht, no errors. High level synthesis, no errors. Und so sollte das eigentlich die ganze Zeit durchgehen. In so einem Report-File steht also drin, Report-File oder auch Report-Datei steht also drin, erstens, was hat das Tool, mal allgemein, hier in unserem Compiler-Fall. Was hat das Tool gemacht? Na, hier steht da, welche Unterprogramme er aufruft und so weiter. Braucht einen nicht kümmern. Wichtig ist das. Hat es Fehler gegeben? Hat es eben Errors? Hat es Errors gegeben? Denn dann müssen wir diese Datei wirklich durcharbeiten und müssen schauen, was ist da schiefgegangen. Weiter ist in der Report-Datei zu lesen. Keine Fehler. Hier kommen wir mal ein paar Messages, wo er einfach sagt, er hat Logik optimiert für diese Signale OR am Pin 17 und AND an Pin 18. Er hat also unsere Pins direkt übernommen. Error-Count ist Null. Ach, ist das schön. Warnings, das sind so Sachen, wo der Compiler sagen will, das könnte mal schöner machen, das kann mal zu einem Fehler führen, muss aber nicht, alles null. Dann kommt die Optimierer-Software, also der Optimierer-Tool, der Optimizer und sagt, keine Meldungen, alles super, keine Fehler, keine Warnings. Jetzt kommt der Schritt Design Signal Placement, also wo kommen die Signale hin? Hier kommen die Signale hin. Da 3, 4, 5. Das sind unsere Inputs. Und 17 und 18 sind unsere Outputs. Was haben wir noch? Error Count ist 0. Warning Count ist 0. Sehr schön. Also mit anderen Worten, das war es jetzt ziemlich. Wir schauen uns das nochmal ein bisschen größer an. Das sind unsere Pins A2, A1 und A0. Die hat er hier als Inputs gefressen. Hier oben ist noch einer, das ist der Reset-Pin. Der ist sozusagen prinzipiell mit diesem Baustein verheiratet und immer auf PIN 2. Den können wir nicht verändern, darum ist das jetzt hier auch nicht dargestellt. Und der oberste Pin wäre der Clock-Input für diesen Baustein. Aber wir brauchen für diese Schaltung keinen Clock, also bleibt dieser PIN 1 eben frei. Hier sind unsere beiden Ausgänge, das AND und das OR. Also die zwei sind auch belegt und alles andere ist frei. Was er nicht hinschreibt, ist, dass hier der VCC Anschluss ist und das hier der Ground Anschluss, denn das weiß man üblicherweise, wo die sitzen. Mit anderen Worten, hier in dieser Matrix da innen drinnen, da können unmöglich ganz ganz viele Verbindungspunkte gesetzt werden müssen, weil es ist ja fast alles unbelegt. Und diese Belegung, also die Chip interne Auslastung, Auslastung der Zellen, die ist wichtig und die kommt jetzt. Und hier ist das Ergebnis. Das nennt sich Macrocell Utilization. Sagst, aha oder auf Deutsch Resource Allocation. Allocation ist das Fachwort für Ausnutzung. Also nicht Menschen auszunutzen, sondern eine Fläche auszunutzen oder einen Baustein auszunutzen. Allocation. Und wir sehen, wir haben drei Inputs verbraucht. Hier steht drei Inputs. Wir haben null Clock-Inputs und wir haben IOs 2 gebraucht. Mit anderen Worten, wir verschwenden zwei Makrozellen. Also zwei Flip-Flops werden wir nicht benutzen, die werden wir umgehen. Weil wir an diese Pins rankommen müssen. Okay, schauen wir uns das mal an. Wir haben drei Inputs verbraucht und elf zur Verfügung. Geht sich aus. Wir haben null Clocks verbraucht und eine zur Verfügung. Ja. Wir haben zwei Outputs verbraucht und haben zehn zur Verfügung. Das gibt im Summe 22% Auslastung. Also harmlos. Geht locker rein in den Chip. Dann sagt er uns noch, wie viele logische Terme wir verbraucht haben. Ihr könnt euch noch erinnern, wir hatten da Oders mit sieben Eingängen und mit neun Eingängen und so weiter. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier verbraucht haben. Wir haben bei Pin 17 und bei Pin 18 hier und hier für die Oderbildung und für die and haben wir verbraucht drei logische Terme von 14. Das ist nichts. Und hier fürs AND einen logischen Term von 16. Also mit anderen Worten, wir haben hier in Summe vier logische Terme von 121, die er insgesamt hat, verbraucht. Das sind drei Prozent Füllung, also drei Prozent Verbrauch der logischen Ressourcen. Completed successfully ist klar, der Chip ist ja praktisch leer. Zusammenfassung. Zusammenfassung für unser erstes Beispiel, Beispiel 1 mit dem und und dem oder. Wir haben insgesamt 5 von 22 Makrozellen verfüttert an die Schaltung 5 von 22, ergibt diese 22%, passt also locker in den Baustein hinein und einen Schritt weiter. Wir haben an logischen Termen, die im Baustein implementiert sind, 4 von 121 verbraucht, 3%. Also so, wenn es immer laufen würde, wäre es ja schön. In den kommenden Beispielen wird das noch anders. Grundsätzliche Frage, das ist schön, dass wir das alles wissen, aber wollten wir nicht eigentlich eine Schaltung haben? Also wir ergötzen uns jetzt daran, dass hier kaum was verbraucht worden ist. Ja, super. Ähm, wir wollten eine Schaltung. Wo ist denn jetzt diese Schaltung hin? Da müssen wir uns erst mal fragen: Was erwarten wir denn, wie so eine Schaltung aussieht? Wir haben doch ein CPLD oder ein FPGA vor uns. Wie soll denn da eine Schaltung entstehen? Na, ganz einfach. Indem man an ganz bestimmten Punkten von dieser Interconnect Matrix Verbindungen setzt. Okay. Und wie gebe ich das an, welche Verbindungen gesetzt werden müssen? Das passiert in der sogenannten JEDEC-Datei. Hier steht's Joint Electron Devices Engineering Council. Das ist die Abkürzung für JEDEC. JEDEC ist ein Normungsgremium und von denen stammt ein Vorschlag, wie man das ganze spezifizieren kann, wie man eine Schaltung sozusagen beschreiben kann, die man danach in ein CPLD oder FPGA hineinlädt und genau diese Geschichte, dieses VHDL Ergebnis, das schauen wir uns jetzt an. Hier haben wir jetzt mal ein Beispiel für unser JDEC-File. Es ist genau das Ausgabefile, das entstanden ist durch unseren VHDL Compiler Synthesizer entfitter Fitter. Durch diesen Prozess, durch den wir jetzt gegangen sind, kamen nicht nur die Report-Files raus, sondern auch dieses wunderbare File. Da steht jetzt nicht so wahnsinnig viel drin, außer, dass wir hier oben unseren Dateinamen haben, andbindingarchitecture.jed. Diese Abkürzung hier hinten, dieses Namenskürzel steht für JEDEC. Und was JEDEC bedeutet, steht nochmal hier. Joint Electron Devices Engineering Council. Eine Standardisierungsbehörde aus den USA, die irgendwann mal in den 60ern sowas festgelegt haben. Und das Schöne ist, das ist ASCII. Das ist tatsächlich eine ASCII-Datei. Die können wir lesen und natürlich eine Software auch. Und hier steht eben ganz klar, was wir an Pins haben. Hier Note, wir haben die Pins A2, A1, A0. Hier sogar eingefügt, welche Pinnummern das sind. Hier sind die Ausgänge OR und AND ebenfalls mit den Pinnummern. Und was jetzt kommt ist... Huh. Was ist das da? Das, was wir hier haben, ist die Information, welche Kupferniten, ja, also welche Verbindungen hier in der Routing-Matrix gesetzt werden sollen oder nicht. Diese Routing-Matrix ist durchnummeriert. Die fängt irgendwo oben an mit der Zeile 0 und dann kommt man irgendwann mal hier auf andere Zeilen. Diese Zeilen stehen hier am Anfang im Datenblatt drin. Das ist immer so ein ganzer Block, der da zusammengehört und diese Zeilen geben an, wo nun die einzelnen Bits zu setzen sind und wo nicht. Jedes Bit hier entspricht einem solchen Kreuzungspunkt. Und eine Null heißt, wir machen nichts. Also Null heißt, bleibt völlig unberührt hier in dem Bereich der Matrix, die bei der Zeile 44 beginnt, wird also zeilenweise nichts gemacht. Warum? Weil der Pin 23, zu dem das hier gehört, not used ist. Hier steht es ganz deutlich: Wir brauchen das Ganze hier nicht, weil der Pin 23 von uns überhaupt nicht benutzt wird. Ja, jetzt sollten wir mal schauen, wie das aussieht bei einem Pin, der von uns benutzt wird. Wenn wir in unsere Datei weiter scrollen, dann kommen hier noch ein paar Matrizen, noch ein paar Nullen für Pins, die wir nicht benutzt haben. So, jetzt wird's spannend, nämlich an dieser Stelle hier. Hier kommt jetzt ein Bereich in der Routing Matrix, da sind tatsächlich Einsen gesetzt. Hier sind ein paar Einsen und mit ein paar Nullen, der Rest ist wieder nicht benutzt. Und welchen Pin haben wir hier? Wir haben hier das and 210 als synthetisierte Schaltung für Pin numero 18. Das Ach, ist ja spannend. Das ist das, was der liefert? Genau. Das ist das Ergebnis der Synthese. Also Synthese plus Fitting Synthese plus Fitting ergibt die Kreuzungspunkte in der Routing Matrix, wo eine Verbindung gesetzt werden muss. 1 heißt Verbindung machen. 0 heißt Verbindung auslassen. Und auf der rechten Seite hier kommt dann dieses große Oder. Hier kommt also dieses Riesenohr mit ganz, ganz vielen Eingängen, was dann diese Zeilen zusammenfasst. Und hier käme dann das Flip-Flop. Der Output unserer Synthese ist kein Schaltplan. Es ist auch kein Layout, sondern es ist Programmierinformation. Das hier ist Programmier, Programmierinformation, Info für den Baustein 22v10. Auf gut Deutsch: Wo müssen in der Routing-Matrix Verbindungen gesetzt werden? Wo werden in der Routing-Matrix Routing-Matrix-Matrix Matrix Verbindungen ver Bindungen in dieser Kreuzschiene hergestellt, hergestellt. So das steckt da drin. Das ist diese Information. Wo müssen hier Verbindungspunkte gesetzt werden und wo nicht? Das ist der Output, den wir bekommen. Nicht sehr spektakulär. Äh, Frage, Wir hatten doch noch einen zweiten Pin, Hier sehen wir jetzt die Programmierinformation für beide Pins. Das ist nochmal AND PIN 18, PIN 18 und das ist OR PIN 17. Wo ist das hier außen? Hier ist PIN 18. 18 ist das AND, AND 210 und 17 ist das OR, OR 210. Und wir sehen, beim End ist ein bisschen was verbraucht. Das haben wir vorhin in den Tabellen gesehen, das war relativ wenig. Beim Ohr haben wir ein bisschen mehr gebraucht. Das sieht man auch hier, hier wird etwas mehr an Kreuzschiene verwendet, um die Schaltung darzustellen. Diese Matrizenangaben hier sind hier leider nicht aufgeführt, weil das zu klein wäre. Es gibt aber Datenblätter, wo man erkennen kann, welche Zeile hat welche Adresse. So, das hier sind einfach diese Zeilen, die für uns nicht viel bedeuten. Für den Programmierer, also für das Kästchen, was dann diese Information hier reinlädt, ist es natürlich wichtig zu sehen, welche Zeile muss er adressieren und wo muss er jetzt genau die Einsen setzen und wo werden die Nullen gemacht. Und auf die Art und Weise kommt also die Schaltung in unseren Baustein. Und damit man das jetzt noch ein bisschen schöner sehen kann, wie also die Schaltung hier eingepasst wird, habe ich die beiden Blöcke mal eingefärbt und die entsprechenden Teile hier in der Routing Matrix ebenso. Nun das Gleiche nochmal mit einer Einfärbung. Dieser Block hier für Pin Nummer 18 und dieser Block für Pin Nummer 17 sind jetzt mit ein bisschen Farbe versehen, damit man auch hier eben 18 und 17 leichter wiederfinden kann. Der Rest der Schaltung ist Null. Alles andere wird nicht benutzt. Wir hatten ja gesehen, wir haben nur irgendwie 3% von diesem Baustein verbraucht und das ist eben genau der Anteil. Das hier und das hier, also dieser winzige Anteil hier und dieser etwas größere Anteil hier, das ergeben halt die 3% der Allokation der Makrozellen. Gut. Jetzt sieht man also, wie das zusammengehört. Das ist dieser Teil, das ist dieser Teil, das ist alles frei. Und auch hier sieht man, das größtenteils nicht belegt. Nur ganz wenig brauchen wir, um die Schaltung des Uns und des Oders, And and Or, hier reinzubringen. Das wird jetzt dann natürlich schon ein bisschen anders, wenn wir diesen Baustein langsam füllen. Aber jetzt mal für einen Anfang zum Verständnis, das hier ist alles JDEC. Das hier ist alles noch JDEC-Datei, was hier runterläuft. Es ist nur ausgeschnitten mit dem Texteditor, sodass wir hier die Ausschnitte auch zuordnen können. Ansonsten ist es einfach eine jdec datei eine Textdatei, die hier so sang und klanglos runterläuft. Eine weitere Sache, die wir mit der jdec datei machen können, ist die Simulation des Bausteins. Ja, richtig. Es gibt hier ein Zusatzteil, einen Simulator, Simulator. Und wir können bei diesem Simulator erstens die JDEC-Datei einlesen. jdec datei einlesen und zweitens können wir die Schaltung die wir haben weil es ist ja eine Schaltung Schaltung simulieren das heißt wir können virtuell ohne dass wir irgendwas löten oder programmieren oder downloaden Nein, wir können einfach virtuell hergehen und können unsere drei Signale, die wir als Input haben, nämlich A2, A1 und A0, das sind unsere Input-Signale, die können wir schrittweise einzeichnen. Wir können also hier hergehen und ich habe hier einfach mal ein Zählmuster gemacht. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 so wie wir es in der logischen Tabelle auch hatten, in der Truth Table, einfach mal alle Möglichkeiten durchprobieren und schauen, was die Simulation dann eben ausspuckt. So. Und dann fängt es bei mir wieder von vorne an. 000, 001. 0, 0, 0, das hier habe ich von Hand vorgegeben. Das, was wir hier haben, ist also eine Vorgabe, wir könnten hier auch was anderes reinmalen. Ich habe es jetzt halt mal so gemacht. Vorgabe von Hand. Es gibt auch die Möglichkeit, das über eine VHDL Datei zu beschreiben. Wir haben es jetzt hier mal der Einfachheit halber von Hand gezeichnet und wir sehen, da fehlt etwas, nämlich dieser Bereich hier, dieser Bereich, der ist noch nicht berechnet. Also noch nicht Simuliert. Und darum, und darum fehlt jetzt hier der Output. Noch nicht simuliert. Deswegen ist hier leer. So, um das zu simulieren, muss ich nichts weiter machen, als hier oben das Kommando simulate anzuschmeißen. Und in affenartiger Geschwindigkeit ist das Ergebnis da. So sieht das Ergebnis nach der Simulation aus. Die Ausgaben, also hier unsere Outputs, sind in rot dargestellt die Inputs, die wir hier hatten, in weiß. Das war also Input und das hier ist Output, das Rote. Ja, jetzt sieht man also zunächst mal das Signal und ist eine 1, ja, wenn alle drei Inputs eine 1 sind. Oh wow, was für eine Erkenntnis. Ja, es ist eine einfache Schaltung. Es ist ein Dreier und und das reagiert halt, wenn alle Inputs 1 sind, ist der Output auch 1. Wenn man da ganz genau hinguckt, dann sieht man aber noch was. Nämlich, man sieht hier was. Das kommt nicht gleichzeitig mit den drei Einsen, sondern das kommt etwas später. Warum? Wir haben der Simulation gesagt, dass es ein 22V10 ist. Und daraus weiß die Simulation, wir haben eine Propagation-Delay-Zeit in diesem Baustein. Es gibt hier eben ein Timing-Model, ein Timing-Model, was bekannt dadurch wird, dass wir sagen, wie der Baustein heißt. Und hier sehen wir ganz deutlich, im Übrigen hier auch, da, und auch hier, siehst du, da, und hier auch. Der Ausgang ist um ein paar Nanosekunden oder Pikosekunden verzögert. Schauen wir mal, ob das beim ODER auch so ist. Das ODER ist die ganze Zeit eine 1, wenn die Inputs eine 1 sind. Wenn die Inputs eine 0 sind, dann ist auch der Orausgang eine 0. Wenn wir hier wechseln auf 0,01, dann sieht man hier ganz deutlich. Das oder hat auch eine Verzögerungszeit. Auch hier, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schlecht zu sehen. Also wir haben hier ein TPD auf dem End 210 und auf dem Ohr 210. Und das ist doch eine sehr spannende Geschichte. Lass uns das mal ein bisschen rausvergrößern, dass man das besser sehen kann. Also quasi zum in. Hier haben wir also eine Vergrößerung. Hier haben wir also ein Zoom-In gemacht. Und jetzt ist das alles ein bisschen leichter zu erkennen. Der Strich ist ein Cursor. So einen Cursor kann man verwenden, um eben Timings abzumessen oder um einfach auch zu gucken, welche Signale sind an einer Stelle aktiv. Das hier sind unsere drei Inputs. Das hier sind unsere zwei Outputs. Und hier sieht man es jetzt ganz, ganz deutlich, dass hier eine Verzögerungszeit drinnen ist. Hier, seht ihr es hier? Ja, das ist nicht viel, aber es ist überall eine Verzögerungszeit drin. Das heißt, worauf ihr achten müsst bei der ganzen Geschichte ist, magisches Auge, immer mit dem Timing Model, Time, Timing Model immer mit dem Timing Model simulieren. Dann kriegen wir raus, wie sich der Baustein wirklich verhält. Wenn wir das Timing ausschalten, so etwas kann man auch machen, bei uns jetzt nicht, aber man könnte dieses Timing Model verändern, dann simulierst du im Prinzip Lottozahlen. Du weißt nicht genau, ob der Baustein dann in echt auch so reagiert wie in der Simulation. Also immer mit dem Timing Model simulieren und das bedeutet, ihr braucht auch für euren Baustein, für das CPLD oder das FPGA, was ihr verwenden wollt, braucht ihr ein gültiges Timing Model und das muss der Hersteller liefern. Für CPLD und FPGA das Timing Model B sorgen. Das muss vorhanden sein. Ansonsten braucht ihr die Simulation nicht machen. Dann könnt ihr keine Vorhersage treffen, ob eure Schaltung annähernd funktioniert oder was die überhaupt macht. Da seid ihr also völlig in der Wüste. Deswegen immer ganz wichtig mit Timing Model simulieren. Ansonsten könnt ihr euch die ganze FPGA-CPLD-Integration in die Haare schmieren. Was machen wir jetzt, wenn wir mit unserer Schaltung hier zufrieden sind und auch die Simulation ist in Ordnung? Was passiert als nächstes? Als nächstes ist es so: Wir haben ja unseren Rechner und auf diesem Rechner läuft diese Software und diese Software hat genau dieses Ergebnis hier gebracht, nämlich die JEDEC-Datei. Diese JEDEC-Datei ist in unserem Laptop. JEDEC oder in einem Computersystem. Und innerhalb des Rechnerspeichers befindet sich diese Textdatei. Nicht vergessen, das ist ASCII. Was ich als nächstes mache, ist, ich schließe mein Download-Kästchen hier an den USB an. USB. Nehme hier eine Downloader-Software. Download-Software. Typischerweise die von dem Hersteller von diesem Kästchen. Mach also diese Software auf, gebe dieser Software die JDEC-Datei. Die kriegt also diese JDEC-Datei. Und die pustet nun die einzelnen Bits hier über diese Leitung in dieses Kästchen rein. Das übersetzt das Ganze auf. Dreimal darfst du raten, JTAG, <laughs> ja, du kommst nicht aus. So viele Interface gibt es nicht, es ist eigentlich immer wieder das Gleiche. Und diese JTAG-Information wird dann hier über ein Flachbandkabel in den Chip hineingeladen, den wir hier gerade programmieren wollen, also CPLD oder FPGA und die JDEC-Datei enthält alle Informationen, um die korrekten Verbindungen zu setzen in der Routing-Matrix oder beim FPGA in der Interconnect-Matrix. So ist der gesamte Zusammenhang und jetzt kommen wir also so weit, dass wir in VHDL erstens beschreiben, was wir wollen. Wir beschreiben nicht, wie die Schaltung aussieht, sondern die lassen wir uns über den VHDL Compile plus Synthesize plus Fitting Prozess herstellen. Der Output ist diese JDEC-Datei hier und die können wir dann mit einer Download-Software von dem Hersteller dieses Download-Cables über das JDEC-Interface in unseren Baustein hineinladen. Und was ist, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Wenn du hier einen Fehler drin hast, der dir bei der Simulation nicht aufgefallen ist, nennen wir das mal nicht Fehler, nennen wir das Verbesserung oder Update. Ja, es kann ja sein, dass man was übersehen hat, was es in echt gibt, was man aber noch gar nicht wusste zu dem Zeitpunkt, wo man angefangen hat, das zu programmieren. Ja, wenn man also so einen Update machen muss, dann macht man nichts weiter als den gleichen Vorgang. VHDL ändern, Compile Synthesize Fit ausführen, JEDIC Datei downloaden in den Chip und das kann man bei der heutigen Technik ungefähr Minimum 10.000 Mal machen, bevor die Speicherzellen so kaputt sind, dass sie es nicht mehr halten können, die Information. Also ungefähr 10.000 Downloads hast du typischerweise drin. Es gibt auch FPGAs, die haben 100.000, aber das wirst du so leicht nicht erleben, dass du so viele Downloads brauchst, um ein Problem zu lösen. Nun kommt unser zweites Beispiel. Jetzt packen wir wirklich mal einen Automaten an. Wie kann man so einen Kaffeeautomaten in VHDL beschreiben? Wie geht das? Na gut, drei Dinge erwarten wir erstmal, nämlich wir brauchen einmal ein Statement, um einen sequenziellen Ablauf definieren zu können. Das ist das Process Statement. Wir erwarten dann ein Statement für so eine Fallunterscheidung, so wie Select Case früher. Hier heißt es Case When, ist aber auch eine Vielfachunterscheidung. Und zum Dritten brauchen wir noch einen Synchronisierung zum Clock-Takt und dafür gibt es ein Wait-Statement in VHDL. Wait until Clock gleich 1 zum Beispiel. Das gucken wir uns jetzt mal an und dann synthetisieren wir auch dieses Beispiel, damit wir es simulieren können. Sehr spannend. Schaut es euch mal an. Zur Erinnerung hier unser zweites Beispiel. Wir haben beim Kaffeeautomaten einen vorgegebenen Ablauf. Zuerst das Geld, dann die Ware, wie bei eBay. Wir schmeißen zuerst 50 Cent ein, dann 20 Cent, das sind 70 Cent, das gibt einen Kaffee. Teure Brühe, aber vielleicht ist er ja auch besonders gut. Wir haben also hier einen Geldeinwurfschlitz und der produziert zwei Signale, nämlich einmal 50 Cent und dann später einmal 20 Cent, wenn diese Münzen hier eingeworfen werden. Das steht hier. Der Automat steht initiell in Punkt 0. Hier haben wir State 0. Der Initial State. Initial State. Mit dem Einwurf von 50 Cent gehen wir in den State 1. Mit dem Einwurf von 20 Cent gehen wir in den State 2. Und danach erfolgt automatisch nacheinander das Hinstellen des Bechers. Also kommt so ein Pappbecher hin. Und danach das Einfüllen der Brühe in den Becher. Also Becher. Und dann kommt also hier der Kaffee von oben. Der Becher steht hier drinnen. Danach sind wir fertig. Wichtig ist die Reihenfolge. Zuerst der Becher, kurze Pause, dann der Kaffee. Schön. Wie beschreibt man so einen Ablauf in VHDL? Beginnen wir mal mit dem Wichtigsten, nämlich mit dem Kommentar. Hier schreiben wir also zunächst mal rein, worum es sich handelt. Wir haben eine Kaffee-State-Maschine Version 1.0. Input the right combination of coins in the right order will get you a coffee pot. Das ist das eine Signal. And some coffee. Hier oben startet es also wieder mit Package. Also zunächst mal fangen wir an uns Gedanken zu machen, um den Chip wie der aussehen soll. Und dieser Chip, den wir bauen wollen, der soll haben einen Clock Eingang, damit wir takten können, damit das hier der Reihe nach läuft. Also wir haben hier einen CK, einen Clock Eingang. Dann haben wir die Eingänge 50 Cent hier eben Cent 50 und wir haben den Eingang Cent 20, Cent 20. Ausgänge haben wir nur zwei, weil wir auch nur zwei Aktionen haben, nämlich Kaffeepot. Kaffeepot, das ist auf gut Deutsch der Becher. Kaffeepot-p. Dieses Signal wird ausgelöst, damit der Becherautomat einen Becher hinstellen kann. Das ist der Punkt. Und dann haben wir noch ein zweites Ausgabesignal für die Brühgruppe sozusagen. Das ist... Kaffee-P. Kaffee-P, das ist dieses Signal. Kaffee-P. Und dieses Signal, wenn aktiv wird, dann wird eben Kaffee erzeugt und tröpfelt in den Becher hinein. Ja, also, wenn ein solches Signal aktiv wird, dann soll die entsprechende Mechanik anfangen zu arbeiten. Das sind unsere Inputs nochmal. Input. 50 Cent Input 20 Cent das kommt von dem Geld Einwurfsystem das kann unterscheiden zwischen 50 Cent und 20 Cent das heißt es liefert auch Digitalimpulse und auf die Art und Weise haben wir ein voll digitales System ist so üblich dass man Sensorik hat die digitale Werte liefert und auch dass man Aktuatoren hat die auf digitale Werte ansprechen hier ist es ganz einfach. Hier sind die digitalen Werte wirklich nur zwischen 0 und 1. Und auch hier 0 und 1. Gut, in der Package befindet sich eine einzige Entity, ein einziges Apps. Und die hat natürlich, weil da sonst nichts dazukommt, die gleichen Pins, also die gleiche Portliste. Clock, 50 Cent, 20 Cent sind hier die Inputs. Kaffeepot und Kaffee ist der Output. Das ist Out. Geht ja auch da Outbit und hier haben wir in inbit Bei komplexeren Systemen können das auch Bytes sein oder Integer-Werte. Völlig wurscht. Bei uns sind es jetzt halt nur Bits. So, jetzt kommt die Architektur. Jetzt geht es also darum, wie wird das Ganze realisiert. Und hier habe ich auch schon einen Namen genommen. Kaffee1FSM, eine Finite State Machine. Und was eine Finite State maschine braucht, sind States. Wir brauchen irgendetwas, um unsere States 0, 1, 2, 3 zu speichern. Binär wäre das 00, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, Ja, das wäre die Binärkodierung unserer Zustände. Ich nehme jetzt hier mal einen Vektor her, der ein bisschen größer ist. Vektor nennt man eine Reihe von Bits. Hier haben wir 3 bis 0. Wir würden hiermit einen Vektor festlegen. Das 0 ist immer das LSB. LSB, das ist die Bitnummer 0. Und der höchstwertige, der MSB, das ist die Bitnummer 3. Von 3 bis 0. Das muss man halt so schreiben. 3 down to 0, weil VHDL das so will. Die Statements werden mit je einem Strichpunkt hier abgeschlossen. Und was wir als erstes machen, ist, dass wir uns Konstante festlegen, damit wir hier nicht mit Bits rumpuzzeln müssen. Lege ich Konstante fest, S0, S1, S2, S3. Das ist eine Konstantendefinition, wie man sie aus jeder anderen Programmiersprache auch kennt. Da kann man auch Konstante definieren. Und wenn ich im Programmcode S0 schreibe, dann ersetzt der Compiler das durch 0000. 0, 0, 0. Das ist die Angabe eines Wertes S0. 0 ist ein Bitvektor, also ein Nibbel auf gut Deutsch, ein 4 Bit Vektor, ein Nibble mit der Belegung 0000. 0, 0, 0. S1 ist ein Nibbel, ein 4 Bit Vektor mit der Belegung 0001. S2, S3 und so weiter. Auf diese Art und Weise heißen unsere States jetzt S0, S1 S2 und S3 und haben die Werte 0000, ja, 0001, 0010, 0011. Ja, jeder, der binär zählen kann, sieht, das ist doch übertrieben. Es würden doch zwei Bits reichen. Ja, jetzt schon. Jetzt reichen zwei Bits. Wir wollen aber später mal ein paar Beispiele durchjagen. Wo wir halt 16 States brauchen. Was oh, so viele? Ja, ist aber ganz einfach. Und deswegen lege ich hier schon mal vier an, weil auf diesem Beispiel hier, das ist so unser Grundbeispiel für Finite State Machines. Auf diesem Beispiel beruhen die nächsten Beispiele. So, hier kommt es dann zum Start der Beschreibung, der Verhaltensbeschreibung. Beginn. Hier ist kein Strichpunkt, weil das kein abgeschlossenes Kommando ist, sondern das ist der Auftakt zur Beschreibung. Beginn bedeutet also ab, hier ist die Verhaltensbeschreibung dokumentiert. Verhaltensbeschreibung, ah, die geht hier weiter, das heißt wir switchen jetzt mal eins weiter zur zweiten Seite der Verhaltensbeschreibung. Hier sehen wir nun die zweite Seite der Beschreibung. Und das hier ist der schwerste Teil der Vorlesung. Das, was hier jetzt kommt. Denn hier kommt jetzt eine ganze Menge. Hier kommt die Beschreibung einer Finite State Machine. Zunächst mal beginnt, wie im letzten Beispiel auch, jede Architekturbeschreibung mit einem Beginn und endet mit einem End. Das ist hier Beginn und End. Das klammert also diese ganze Beschreibung und sagt dem Compiler, all das, was zwischen Beginn und End steht, all das wird ein Chip werden. Wir haben ja hier in unserem Beispiel einen Prozess, der jetzt sequenziell abläuft. Eins nach dem anderen. Wir haben den Initial-Zustand S0, S1, S2, S3 und der ist in der vorherigen Seite definiert worden als die Bitfolge 0000 0001 0010 0011. Warum 4 Bit? Ja, weil wir das Ding als Grundlage nehmen und noch kompliziertere Maschinen bauen werden mit bis zu 16 Zuständen. Der Zustand wird gespeichert in der State Variable und das ist eine Ansammlung aus vier Bits. Das werden also im 22V10 dann tatsächlich vier Flipflops. Vier Flipflops. Null, 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 null. Null, 0 null, 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 Drei, zwei, eins. Null. Least Significant. Most Significant. So. Damit das Ganze hier wirklich sequentiell schrittweise ablaufen kann, also wir haben hier einen sequentiellen Ablauf, brauchen wir auch einen Takt, der vor allen Dingen hier bei diesen Übergängen S2, S3, S0 dafür sorgt, dass dieser Becher und dieser Kaffee nacheinander mit einer bisschen Pause ausgeführt werden. Der Becher muss erstmal wirklich stehen und dann kann der Kaffee eingefüllt werden. Mit anderen Worten, das Ganze wird durch eine Klock angetrieben und mit der Klock legen wir die Ablaufgeschwindigkeit hier fest. Nun, wie sage ich es in VHDL? Ich sage es so. Wait until Clock gleich 1. Dieses Statement hier, dieses Statement Wait until clock gleich 1 sagt dem Compiler, der Ablauf hier wird nur durchgeführt, wenn das Clock-Signal einen Wechsel macht von 0 auf 1. Dann wird hier einmal ein Ablauf ausgeführt. Danach, wenn die Clock gleich 1 ist oder wenn die Clock gerade nach 0 wechselt, wartest du hier an dieser Stelle wait until wartest du bis diese Bedingung hier eintritt gut wait until geht bei unserem 22V10 sehr einfach zu realisieren weil dieser Baustein einen Clock Eingang hat das ist der Pin 1 wait until clock gleich 1 jetzt weiß der compiler wir haben einen Prozess der läuft also etwas sequenziell ablaufendes wir wissen, wir haben eine Clock, die das antreibt. Jetzt geht es darum zu beschreiben, wie dieser Ablauf hier funktioniert und er funktioniert mit dem Case-When-Statement. Damit wird er beschrieben. In anderen Programmiersprachen mag das auch Select-Case heißen. Hier heißt es Case when Case-State-Variable ist, die State-Variable ist unser 4-Bit-Vektor, unser Nippel. Und das wird benutzt, um abzufragen. Ist die State Variable S0? Da steht hier. Case State Variable is when S0. Ja, das ist ein seltsames Englisch, aber es ist also. Case State Variable is when S0 dann. Das ist eine Mehrfachfallunterscheidung. Natürlich hätte man auch das mit if machen können. Dann geht aber der Rest nicht mehr so einfach. Wenn die State-Variable ist S0, dann wird das hier ausgeführt. Ist sie S1, wird das hier ausgeführt. Ist sie S2, wird das hier ausgeführt. Ist sie S3, wird das hier ausgeführt. Also, State-Variable wird verglichen mit S0, 0000, wird verglichen mit S1, 0001. Wird verglichen mit S2 0010, wird verglichen mit S3 0011. Wenn die State-Variable auf 0 steht, dann wird dieser Teil hier gemacht. Von hier bis hier. Danach, an dem Punkt, nach diesem Abarbeiten ist dieser when-Zweig zu Ende. Und die Programmausführung macht wo weiter? Nach dem letzten When. Hier. Also nach End Case. Da steht nichts. Und da ist nichts mehr. Das heißt, es wird einer dieser Cases ausgeführt und danach geht es hier runter. Da steht aber Ende. Das heißt, es geht wieder hoch und die Maschine wartet bei Wait Until Clock gleich 1. Also wenn die Clock kommt... Geht es hier ins Case Statement hinein. Einer dieser Fälle wird ausgeführt und danach geht es wieder rauf und wir warten auf die Glocke. So läuft das Ding. Also mit anderen Worten, wenn wir das hier gemacht haben, dann geht es hier runter zu End Case. Dann ist das Case Statement nämlich abgearbeitet. Und nachdem hier nichts mehr steht, geht es wieder hoch zu Wait until Clock gleich 1. Und dieses Teil läuft unendlich lange sozusagen. Finite State Machine. Es kann unendlich lange laufen, es hat aber nur eine endliche Anzahl an States. Ja, sind es S0, S1, S2, S3 ist eine endliche Anzahl an States. Schauen wir uns das Case nochmal kurz an. Case State Variable ist, wenn es 0, dann das. Wenn es 1, dann das. Wenn es 2, dann das. Wenn es 3, dann das. Was ist das? When others. When others. Okay. Wieso soll denn da irgendein anderer State außer denen kommen? War doch gar nicht ausgemacht. Nein, das ist der Arschlochanteil aus der Realität. Beim Einschalten. Beim Power-On. Beim Power-On eines Chips weiß kein Mensch, wie die Flip-Flops stehen. Wir haben hier kein Reset drin. Hier ist kein Reset eingebaut in das Ding. Beim Power-On können also diese Flip-Flops irgendwie stehen. Die können auch jetzt nicht auf 0, 1, 2 oder 3 stehen, sondern auf 5 oder auf 12 oder auf 14 oder 1, 1, 1, 1 sein. Das garantiert niemand. Aber wir garantieren Folgendes. Wenn die Flip-Flops nicht auf S0, auf S1, auf S2 oder auf S3 stehen, dann zieht dieses Statement, dann sind es nämlich irgendwelche anderen Werte, auf denen sie stehen, und dann sagen wir gewaltsam, die State Variable wird auf Null gesetzt. Um also beim Power On irgendwelche Schiefstände der Flip-Flops einzufangen, sagen wir, alle Zustände, die nicht hier genannt sind, S0, S1, S2, S3, alle Zustände, die nicht hier genannt sind, führen dazu, dass die State Variable zum Clock-Takt auf 0 gesetzt wird. Beim Power On entspricht das also einem Reset der State-Variable. Das ist das Wen Others. So, jetzt haben wir schon eine ganze Menge verstanden. Jetzt müssen wir nur noch die Einzelfälle durchkauen. Und das, was mich am meisten interessiert hat, wie ich das hier lernen durfte, war: Wie komme ich denn überhaupt vom State 0 auf den State 1? Hä, von Hand. Damit sind wir am Ende von Kapitel 8c angelangt. Wir stecken also mitten in unserer State Machine Beschreibung. Damit machen wir im folgenden Kapitel 8d weiter und bringen das Teil zum Laufen. Schaut es euch mal an. Wir sehen uns.